Also meine These war, man kann sich nur einen echten Gamer nennen, wenn man schon mal selber einen PC zusammengebaut hat. Ich muss auch sagen, Clash of Clans, Alter, auch wenn das sehr viele, also es zocken ja wirklich einfach sehr viele Leute, ne? Das haben ja, auch viele geschrieben, ich hab auch super viele rausgesucht, die irgendwie seit 10 Jahren schon zocken und auch schon Geld reingesteckt haben, wo insgesamt vielleicht 30 Euro oder irgendwie sowas. Die Quantität des Zockens, ja, erhöht auch gleichzeitig die Chance, dass du als Gamer von Deko wahrgenommen wirst. wenn du keine Ahnung hast, wie man die Scheiße zusammenbaut. Glaube zumindest, weil ich weiß, kein Geld reinstecken. Ja. Also das ist ey! Nee, ich hab vor dem Punkt verkackt. Ich hab keinen Bock mehr. Deko, beende den Scheiß jetzt. Schön, Hakuna, mein Reis. Geil, dass ihr wieder einschaltet. Heute wieder komplett cringige Folge geht. Ja, man kennt es. Ihr seid auch bei den Losers. Heute gemeinsam mit Deko und Ares. Einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Tag. Und was ist das für eine Karre? Hallo? Astalama, hallo, Mutterchus. Schön, dass ihr am Start seid. Nüsse seid poliert. Ich wünsche einen wunderschönen guten Hallo. Und ihr wisst Bescheid. Wenn ihr uns supporten wollt, kostenlos für euch, jetzt schon mal einen Daumen nach oben schmettern und einen coolen Kommentar schreiben. Denn auf coole Kommentare wollen wir jetzt auch eingehen, nämlich aus der Loser Podcast Folge, die nicht nur ich geschnitten habe, sondern in der ich auch eine kontroverse Theorie aufgestellt habe, nämlich oh, jetzt geht's los, ey. Aber bevor du ein echter Gamer ist, wenn man auch schon mal einen PC selber gebaut hat. Ja, bevor wir das Thema nochmal aufreißen, ganz kurz zu dieser Map. Mercenaries Update wieder, das heißt, wir haben vielleicht wieder Karren, was heißt vielleicht, wir dürften jetzt eigentlich Karren haben, die neu sind. Gerade bei solchen Karren aus. Weil sagen, gerade bei solchen Karren habe ich absolut gar keine Ahnung, ob die wirklich neu ist. Also doch, ich denke schon, dass sie neu ist, weil ich sie vorher noch nie gesehen habe. Aber ist ja so ein richtige 80er-Jahre-Karre, Alter. Guck dir mal die großen Leuchten an, ey. Digga, richtig. Würdest du so ein Auto fahren irgendwie? So eine amerikanische Karre hätte irgendwie schon was, oder? Sowas. Digga, ich habe gestern, vorgestern, glaube ich. So ein halber Cadillac. Habe ich so ein... Ich glaube, das war ein Benzer oder so, aber so ein richtig Fenster. Alter. Der noch so mit so geschwungenen, wie heißt das, Radkasten? Radlager? Die Dinger, die über den Rädern dran sind. Radlager? Das Kotfelgen, weiß ich nicht. Der hat so geschwungen so von quasi den Vorderreifen, einmal so rüber geschwungen, nach unten und dann ganz am Auto an der Seite lang nach hinten durch. Das sah so geil aus, Alter, auch nur Zweisitzer und so, das war schon eine richtig geile Karre, Alter. Und ich bin ja eigentlich kein großer Autofan, aber sowas würde ich auch fahren. Ja, ich habe neulich auch einen Dodge gesehen, auch Dodge finde ich auch richtig, richtig nice, ey, die Pickup ganzen Karren, ey. Nee, sportlich, kein Pickup. Nein. Ich weiß gar, ob ich schon mal einen sportlichen Dodge gesehen habe. Sieht schon echt fresh aus, Alter. Richtig nice. Wo seid denn? Ihr seid immer noch da ganz hinten? Wollt ihr mir so hier? Den Kamen ich bin putzen, hier auf der Tube. Du bist spawn noch. Gerade Alter. Hier. Okay, aber ja, es gab sehr, sehr viele Kommentare in dieser legendären Folge. Bisschen, hallo, dankeschön. Deko, stell deine These doch bitte nochmal auf, damit wir nochmal kurz alle abholen können. Also, meine These war, man kann sich nur einen echten Gamer nennen, wenn man schon mal selber einen PC zusammengebaut hat. Ich habe, by the way, weil ich das auch gesehen habe, ich habe nicht gesagt, das definiert auf Gaming-PC. Ich habe nur gesagt PC, weil es auch jemanden gab, der meinte, der hat schon mal einen Arbeitsrechner zusammengebaut. Mhm. Fühlt sich dann jetzt nicht nach meiner Theorie nicht als Gamer. Ich habe nur gesagt PC. Ja, wir haben ja auch einen neuen dabei, der sich da noch nicht so wirklich viel geäußert hat. Ares, du warst ja nicht dabei. Was hast du gedacht, als du das gehört hast? Weiß ich nicht. Da habe ich mich nur gefragt, Deko, zu nah an der Wand geschaukelt. Mit der Aussage trittst du einfach voll vielen Leuten richtig hart ins Gesicht, ne? Einfach weil. Die Bones? Ja, weil es gibt halt auch die guten alten Consoleros, ne? Die sind ja auch Gamer. Ich würde Gaming ja durchs Game definieren und nicht ja, durch ich muss die sagen, Möglichkeit, das war jetzt, wie man gamet. Vielleicht so ein bisschen aus meiner privilegierten PC Master Race Sicht gesehen. Consoleros sind schon, sind auch Gamer, aber ja, sind halt keine PC-Gamer, ne? Das muss man schon sagen. Deko will hier ein bisschen stacheln hier, ne? Ja. Er will ein bisschen die Muchachos triggern. Ja, es ging schon ein bisschen ums Triggern. Ich fand die Aussage so ganz lustig, wo wir gucken, was Leute sagen, aber natürlich, ein Gamer ist halt, wenn man viel zockt und am Ende ist es auch egal, ob man das jetzt an einer
an einem Gameboy macht, weil, also wenn ich gefragt werde, wann ich meine Gaming-Karriere angefangen habe, dann sage ich auch häufig schon beim Gameboy mit Spider-Man damals. Bei mir war es Pokémon Rote Edition. Gameboy 100 Pro. Die kam bei mir dann danach auch noch, ja. Oh ja, Rote Edition. Also ob es der Gameboy ist, ob es Nintendo Switch ist, ob es die Playstation ist oder die Xbox oder der PC. Ja. Es sind alles Gamer. Wenn man da viel Zeit reinsteckt, wenn das ein Hobby ist, dann ist man natürlich. Der gute Oslek hat nämlich geschrieben, ich zocke auf allen möglichen Geräten und finde, dass auch Leute, die auf dem Handy zocken, Gamer sind. Nee. Natürlich nicht die, die hin und wieder Candy Crush oder sowas zocken, sondern eben solche, die in Spielen wie COC, CR oder andere ähnlichen Spielen ihr Herzblut reinstecken und echt verdammt gut sind. Habe ich wirklich sehr viele Leute gesehen. Also wir können erstmal das. Ich habe das auch viel gesehen, dass Leute Clash of Clans sehr viel zocken. Hä, wie krass ist denn der Speed eigentlich? Ich bin über Punkt drüber geflogen, lol. Ey, Digga, ich bin immer noch am Spawn, Alter. Digga, am ersten Punkt. Richtiger Lappon. Digga, diese Stoppschild, die fickt mich komplett, ey. Okay, ich fand's ziemlich easy, aber okay. Die reißen mich immer zur Seite. Also ich komme halt nicht da an, wenn die gerade da sind, dass sie springen können. Musst du uptime, ne? Aber ja, das Thema uptime, ne? Das uptime ist bei Deko ist sehr interessant, man kennt ihn. Bei mir also, so das Ding. Ach, krass. Wir kennen ja erstmal das Thema. Wir können ja erstmal das Thema am Anfang durchziehen. Sind Handygamer auch Gamer? Das am Anfang, bevor wir irgendwie was anderes angehen. Also es gibt nämlich auch einige Muchachos, die geschrieben haben, ja, auf jeden Fall, weil sie eben auch super viel zocken. Und dann, wenn wir schon mal beim Thema sind, Gaming ist Gaming so, ne? Also. Ja, habe ich ja gerade auch. Und am Ende ist ja auch am Handy zocken so nicht viel anders als ein Gameboy, ne? Deswegen, ja. Ja, also. Aber ich finde halt, die Spiele sind anders. Ja. Auf jeden Fall. Das ist halt so das Ding, Alter. Und ich muss auch sagen, Clash of Clans, Alter, auch wenn das sehr viele, also es zocken ja wirklich einfach sehr viele Leute, ne? Es haben auch viele geschrieben, super, auch super viele rausgesucht, die irgendwie seit 10 Jahren schon zocken und auch schon Geld reingesteckt haben, war insgesamt vielleicht 30 Euro oder irgendwie sowas. Also jetzt nicht die Welt. Und ich weiß aber nicht, ob ich das schon als zocken bezeichnen würde, Alter. Also ziemlich viele haben eben reingeschrieben, gerade Clash of Clans ist wohl auch ein, ich hab das nie gespielt, deswegen kann ich es nicht sagen, also ob es wirklich so ist, aber dass das kein Pay-to-Win ist, sondern dass das super viel, dass das skillbasiert ist und deswegen das, die Aussage, Clash of Clans ist Pay-to-Win und das ist scheiße, wohl einfach falsch ist. Digga, wie bist denn du hier über diese Kacke rübergekommen? Ich nicht so. Also ich hab's nie gezockt, deswegen weiß ich nicht. Ich hab's schon mal gezockt. Ich hab eine Stunde Spielzeit drin, vielleicht waren es auch 4 oder irgendwie sowas. Wobei, es waren wahrscheinlich nicht 4, weil man ja immer nur 3 Minuten spielen kann. Oh, fick mich! Und da, ne, der kleine Seitenhieb, das ist es auch schon wieder. Ja, du kannst eigentlich nicht Gaming nennen, wenn das Game darauf aufgebaut ist, dass du irgendwie nur 3 Minuten spielen kannst und dann hast du alle Gebäude gebaut, die du gerade bauen kannst und musst dann wieder 24 Stunden warten, darauf, dass es fertig ist. Ja, aber wie lange ist das her, dass du gezockt hast? Ich kraule euch die Nüsse. Wenn ihr wirklich die Geduld aufbringt, dann nicht rein zu cashen, sondern wirklich einfach dann 24 Stunden, 48 Stunden, keine Ahnung, wie lange wartet, bis ihr wieder irgendwas machen könnt. Ich komm hier. Und da kein Echtgeld reinsteckt. Nicht gleich in Ares. Aber das ist kein Zocken, finde ich. Finde ich aber auch. Also, das kann ich dir so unterschreiben. Digga, ich komm echt? Hier einfach. Also ja. Ich nehme dann nochmal so ein bisschen die andere Seite ein, denn ich habe auch so ein paar Games mal gehabt. Ich glaube, das hieß Idle Heroes oder sowas. Da hatte ich so meine Routine. Ich habe dafür kein Geld ausgegeben, aber ich wusste, morgens kann ich das zocken. Also, man entwickelt dann einfach Zeiten, wo man das spielt. Das heißt, so, man macht morgen den ganzen Grind, den man da irgendwie machen kann. Man sammelt die kostenlosen Kisten ein, weißt du? Man macht so das, was einfach Zeit kostet und dann zockt man um 16 Uhr nochmal. Weil dann ist die ganze Zeit wieder vorbei und dann macht man das wieder. Also man kann es eben nicht wie normale Spiele so am Stück zocken, ja. Ja, weil, also wollte ich gerade fragen, wie lange zockst du denn da? Also es ist ja dann so, du sammelst irgendwelche Kisten ein, ist das Zocken? Genau, das ist dann eben die nächste Frage. Also, lol. Es war eben ein schöner Zeitvertreib, muss ich schon sagen. Aber jetzt zocke ich zum Beispiel nicht mehr, ja, weil es irgendwann zu monoton wurde. Aber das ist ja auch, genau, das ist halt das Ding. Es ist ein schöner Zeitvertreib. Aber es ist ja auch eigentlich nur, weil es das Belohnungszentrum triggert. Du kannst Kisten aufmachen, dann kommen das nächste Belohnungszentrum, deine Zahlen steigen irgendwie. Ich mache nicht mehr irgendwie 3 Schaden auf ein Monster, sondern ich mache jetzt immer mit jedem Schlag schon 200. Ja, das ist eben die Lootspirale, ne? Ja, ja. Wo eben auch Diablo von profitiert. Nur beim Handy ist das eben noch ein bisschen krasser. Ich finde, das ist auch ab und zu überhaupt nicht mehr
gerechtfertigt, wie lange es dauert, dann irgendwann weiterzukommen. Weil bei ganz vielen Spielen ist es ja so, dass man so Sachen verschmilzt. Dann hat man so am Anfang drei graue zusammenschmelzen, ergeben ein grün. Und dann brauchst du drei grüne, ergibt ein blau. Und dann drei blaue, ergibt ein lila. Und dann drei lila, ergibt ein gold. Und irgendwann ist das. Aber du brauchst ja, um zu lila zu kommen, ja auch. Alter, das ist ja. Es wird ja immer mehr und immer mehr, genau. Es wird einfach übertrieben viel irgendwann. Exponentielle Steigerung nennt man das. Das ist ja über diesem Schach, ja, ja, mit dieser Erzählung da hier, wie viel willst du als Belohnung haben für deine Leistung? Ja, ich möchte gerne ein Schachbrett, auf jedem, auf dem ersten Brett ein Reiskorn und dann auf jedem weiteren Feld immer verdoppeln. Und dann bist du halt am Ende, musst du irgendwie das Königreich seine kompletten Reisreserven da reinschmettern. Obwohl sich am Anfang nach nicht so viel angehört hat. Ja. Das hat diese exponentielle Steigerung. Ich habe übrigens gerade eiskalt 5 Minuten versucht, wieder zurückzufahren, statt hier rückwärts zu fahren. Also ich habe 8 Minuten gebraucht, um den ersten Punkt zu schaffen. Läuft bei euch, ey. Heute ist super. Hey, ich glaube, ihr solltet doch irgendwie anfangen, Handy-Games zu spielen. Ich habe mir, by the way, auch einen Kommentar rausgesucht. Achso, ja. Painkiller. Oh, Painkiller. Alter Schwede, mir stellen sich wieder die Nackenhaare auf bei Dekos Aussage. Man ist also nur ein Gamer, wenn man einen PC zusammengebaut hat. Was ist das denn bitte für eine verdrehte Logik? Das ist das gleiche, als würde man behaupten, man ist nur Autofahrer, wenn man selbst schon mal ein Auto gebaut hat. Oder man ist nur ein Anime-Schauer, wenn man schon mal ein Anime gezeichnet hat. Sorry, aber die Aussage macht halt null Sinn. Zumal mit der Aussage einfach alle Konsolenspiele rausgenommen werden. Wo ich ja sage, ne, ich meine, Konsolenspieler sind auch Gamer, aber es ist halt nun mal nicht PC. Das ist einfach Fakt. Das ist immer was anderes. Ja, das ist was anderes, ja. Ey, oh Mann! Mit der Konsolenspieler. Ich sag ja auch nicht, man darf sich nur Gamer nennen, wenn man schon mal eine PS5 aufgebaut hat wieder zusammengebaut hat. Merkst du selber, oder? Zum Thema Clash of Clans. Ja, wer casht, hat es einfacher, man muss, aber muss man auch nicht. Ich spiele Free-to-Play und habe trotzdem Spaß und bekomme gut voran. Das Kommentar habe ich auch gesehen. Ja, also zu dem Clash of Clans-Ding so. Natürlich ist das Pay-to-Win. Also, wenn du kein Geld reincasht und den gleichen Fortschritt erreichst wie jemand, der da Geld reincasht. Du brauchst dafür den Fortschritt 4 Jahre und der andere braucht dafür 2 Monate. Aber das haben viele Leute geschrieben, dass das nicht Pay-to-Win ist, weil das pure Taktik ist. Nur ich kenne mich leider mit dem Spiel zu wenig aus, so, ob es egal ist, ob die Einheit jetzt sofort fertig ist oder ob sie erst in 2 Jahren fertig ist, weil... Und dafür, da muss ich auch sagen, um das tiefe Wissen zu haben, da habe ich zu wenig Clash of Clans gespielt. Weil für mich war es dann irgendwann, als dann irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, was das für Gebäude da waren, irgendwie die Ölabpumpstation oder irgendwie sowas. Ja. Als die dann irgendwie einen Tag zum Bauen gebraucht hat, dachte ich mir so, Digga, nee. Da bin ich raus. Okay. Hat ja so ein bisschen angefangen, glaube ich, auch mit Facebook. Heyday. Kennt ihr Heyday? War das Heyday eigentlich? Wo man so einen Bauernhof... Das könnte, ich glaube, das war Heyday, ja. Ja, das waren so die ersten Steps in die Richtung, die ich so selber mitbekommen habe, aber ja. Aber ja, was sagst du denn jetzt, Painkiller? Also du bist jetzt ja nicht so wirklich auf seinen Lachs eingegangen. Also ich nehme die Kritik an dem an der PC-Theorie nehme ich hin. Und wie gesagt, es war auch so ein bisschen triggernd gemeint. Ich will natürlich nicht alle Leute ausschließen, die an der Konsole zocken oder irgendwie sowas. Aber ich finde schon so, als PC-Gamer zumindest, man sollte sich einfach so ein bisschen mit der Materie, mit der Hardware und so auskennen. Das ist ja so ein bisschen so, wie man, ich weiß, wie man einen Grafikkartentreiber installiert oder solche Geschichten. Okay. Also gehst du jetzt von Gamer zurück und sagst, PC-Gamer sollten zumindest schon mal einen PC selber zusammengebaut haben. Nein, ich finde auch PlayStation-Gamer sollten, weiß nicht, wissen, wie sie den NAT-Typ von ihrem Router irgendwie umstellen können, um dann anständig online zocken zu können. Aber ich gehe davon zurück, dass man einen PC zusammengebaut haben muss, um ein Gamer zu sein. Ich finde einfach, als Gamer sollte man sich einfach mit der Materie ein bisschen auskennen, angepasst auf die Plattform, auf der man nun mal spielt. Okay, also vielleicht ist das ein bisschen weniger triggernd. Ja, ich sag mal so, ich bin nie auf die Idee gekommen, mal selber einen PC komplett zusammenzubauen. Also die Basics wüsste ich, aber wie man jetzt zum Beispiel einen PC zusammenbaut, komplett, das, keine Ahnung. Da würde ich wahrscheinlich sehr, sehr viel verkacken bei. Ey, habt ihr die ganze Scheiße rückwärts gemacht hier? Irgendeinen Scheiß musst du rückwärts machen, ja? Ja, zweimal gefühlt. Ja, zweimal musst du die Scheiße auch machen, ja. Naja, aber ich meine, das erste Mal einen Controller damals noch von einer, sag mal schnell,
War es noch Crazy 1 oder so? Nee, das war sogar noch davor. Von irgendeiner Konsole. Ich weiß, dass ich damals hatte ich, glaube ich, mit 5 oder so. Und jetzt bin ich ja mittlerweile 36. Also, weiß nicht. Ich würde mich schon als Gamer betiteln. Auch wenn ich jetzt nicht das Know-how hätte, einen kompletten PC. Ah, da ist Dicker ja schon zurück. Genau, da ist er ja zurückgerudert. Der meint ja PC. Was sagst du dazu? Dass du einen Controller in der Hand hast und dann Gamer bist, ist. Ja, okay. Ja. Also, ich muss sagen, ich finde es. Also, es ist schon gut, wenn man weiß, wie Sachen funktionieren, weil gerade PC ist nun mal ein Gerät, das, ich glaube, das geht häufiger kaputt als eine Konsole. Und dann zu wissen, hat häufiger Probleme damit, ja. Was könnte man machen, woran liegt's? Vielleicht habe ich ja noch nie irgendwie, das gibt's wahrscheinlich bei den Konsolen auch, noch nie irgendwie die Kühlung oder den Ventilator mal irgendwie abgecheckt, ob das alles voller Staub ist, weil auch so eine Konsole kann ja schnell überhitzen. So die Basics, erstmal die Basics. Ich find, ja, die Basics sollte man doch. Ich sag mal, ja, von Painkiller, um jetzt mal auf Painkillers Kommentar hinzugehen, ich finde den Vergleich mit dem Auto gar nicht so schlecht. Haben viele geschrieben, ja. Vielleicht sollte man nicht ein Auto gebaut haben, um Autofahrer zu sein, aber man sollte schon mal wissen, weiß nicht, wie man die, man sollte den Scheibenwischer austauscht oder wie man das einen Ölwechsel macht oder dass man mal irgendwie Kühlwasser nachfüllen muss und solche Gelegenheiten, ne? Oh, hi Deko. Aber was da, ja, also man sollte einfach darauf unterbrechen. Ja, man sollte sich ein bisschen auskennen einfach. Die bisschen, Basics halt, ne? Zeitwissen haben. Um Auto zu fahren, musst du auch wissen, wie man tankt, weil sonst tanken wir leer vorbei. Ja, das ist ein bisschen oder Ölwechsel. Aber wenn du trotzdem, sag ich mal, ein Zocker bist, ne? Du zockst jeden Tag 20 Stunden, aber hast noch nie, also wirklich 20 Stunden, du machst nichts anderes. Aber du hast eben noch nie einen PC zusammengebaut. Aber du weißt nicht, wie man einen Grafikkartentreiber updatet. Nee, Hardware bezogen. Du weißt nicht, wo die Grafikkarte reinkommt. Bist du dann kein Zocker? Ja, doch. Doch, aber das wäre schon peinlich. Okay, also das ist ja so wie, ich fahre Auto seit 35 Jahren, aber ich habe keinen Plan, wo man Scheibenwischerwasser einfüllt. Okay, aber gut, dann ist das ja doch ein Zocker für dich. Stelle hier! Ja. Okay, also aber das, ja, ich würde auch sagen, das gleicht sich so ein bisschen, es ist so ein bisschen ausgleichend. Je mehr man zockt, desto mehr ist man natürlich Zocker und desto weniger andere Sachen muss man vielleicht erfüllen, um auch als Zocker zu gelten. Vielleicht kann man also, so. Die Quantität des Zockens, ja, erhöht auch gleichzeitig die Chance, dass du als Gamer von Deko wahrgenommen wirst. Wenn du, sagen, ja. wenn du keine Ahnung hast, wie man die Scheiße zusammenbaut. Da hinten seid ihr gerade. Ah, okay, da ist Deko. Hauptsache Deko hat's jetzt da hinten, oder wie? Noch nicht. Jetzt hab ich's! Alter, okay, dann seid ihr noch am Arsch der Heide, Alter. Ne? Obwohl ich da am ersten Punkt mich so beschissen geschlagen habe. Digga. Was für eine Karre, auch diese Scheiße. Digga, also das ist wirklich alles Schmutz, was wir hier fahren, muss ich wirklich, Alter, sagen. Ich muss gerade sagen, ich wünschte, ich hätte von diesem Mercedes, den ich da gesehen habe vorgestern, ein Foto gemacht. Der war so geil, ich wünschte, ich könnte das irgendwie zeigen. Oh, shit, ey. Was muss ich denn hier machen? War mal rechts, glaube ich. Also vielleicht, ne, könnt ihr nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu jetzt sagt. Das Ding ist aber auch, ne, es gibt, ich habe die Aussage jetzt relativiert. Relativiert ist nie eine Meinung. Du hast sie auf jeden Fall etwas entschärft, ne? Ja, ich habe sie relativiert. Also relativiert ist ja so, dann von so einer extremen Aussage wieder, man ist kein Gamer, dann zu sagen, okay, man muss sich nur so mit Basics auskennen und sowas. Ja, schon mal die Basics. Wenn man dann so ein bisschen das genauer ausführt. Ja. So die Basics. Was sagt ihr also zu der relativierten Aussage? Trifft das aber eher euren Geschmack? Aber Clash of Clans bleibt ein. Also gut, ihr müsst mich nochmal. Du hast ja keine Expertise da drin, ne? Also deswegen muss man immer aufpassen, ob man aber irgendetwas trotzdem, gleich. Also, gleich runter macht, wenn man nicht genau weiß, ne? Wenn man bei dem Game Geld reinstecken muss und damit Sachen schneller erreicht, ist es Play to Win. Also ja, das ist ja. Aber du musst ja nicht. Also die Leute sagen ja auch, sie kommen ohne, sie machen ohne. Ja, aber Geld, wir haben ja auch Leute gesagt, wenn ich ein Rollenspiel spiele und mir da einen XP-Booster kaufe, dann ist es auch Pay to Win. Es ist noch eine schwache Form davon, aber es ist Play to Win. Mhm. Ist halt ein Unterschied, ja, weil durch die Kohle, durch das Echtgeld, hast du ja einen Vorteil. Wenn du jetzt zum Beispiel dir in CSGO einen Skin holst, hast du dadurch keinen Vorteil. Die Waffe hat exakt die gleichen Statistiken. Kosmetik haben wir, glaube ich, ausgeklammert. Genau, Kosmetik haben wir ausgeklammert. Okay. Aber da muss ich jetzt halt sagen, da fängt meine Expertise bei Clash of Clans dafür zu gering. Ich weiß nicht genau, wie groß der Vorteil ist davon, wenn man da Geld reinsteckt. Ob man wirklich
Aber du kannst definitiv auf jeden Fall Sachen früher zu erreichen, ist pay to win. Ja. Aber du kannst wohl mit wenig oder gar kein Geld kannst du auch Leute fertig machen, die da wohl ordentlich was reinbrezeln. Ja, die Leute, die da ordentlich reinbrezeln, müssen halt 2 Monate zocken, um da hinzukommen. Und du musst halt stattdessen 4 Jahre zocken, um da hinzukommen, dass du wegficken kannst. So, also ich fand das Thema echt cool. Ich fahr rein. 19 Minuten, die ganzen Autos, die wir jetzt gefahren sind in diesem Mercenaries Update, die waren richtig schmutziger. Die waren tatsächlich alle scheiße, ne? Ich würde sie, glaube ich, mal fahren in Real Life, einfach weil sie so oldschool sind. Also schauen wir allein mal diese Karre von Ares da gerade an. Also, die hat schon irgendwie so einen Farmer-Style, muss ich sagen. Ey, was also, ist das denn hier? Ist das richtig? Was ist das? Hat irgendwie was. Muss ich schauen, diese komischen Wassertürme rüber? Oh ja, das war übel. Digga, was ist das denn für ein Schmutz, ey? Ja. Hä? Und dann du musst das 5-mal machen? Ne, 4-mal. Der Winkel Fick ist entscheidend. Mich. Der Winkel ist entscheidend, wie du da auffährst. Sonst geht's okay eigentlich. Aber was ist der Winkel? Ich hab gar keinen Bock, jetzt hier zu verkacken. Oben, von oben, weiter oben, weiter oben. Aber ja, so geht's auch. Ja, du kannst nicht durch die Mitte fahren. Und ich würde mit einem Bums da durchfahren. Also nicht nochmal anfahren, das funktioniert nicht. Geil. Ja, also spitz da drauf fahren. Okay. Ja, noch ein bisschen anders. Was? Lol. Also ich habe nochmal einen Kommentar, ja, von Everyday Happy. Fick mich, Alter. Auch nochmal Clash of Clans betreffend. Fick mich, ja. Deko, nichts gegen dich, aber in Clash of Clans ist es nicht nötig, Geld reinzuklatschen. Die Leute, die da Geld reinpacken, haben einfach keinen Bock auf irgendwas zu warten. Na, da sind wir schon mal. Und für Skins, für die Base. Und ich gebe zu, dass ich das Spiel seit 7 Jahren spiele und bisher etwa 100 Euro in das Spiel reingeparkt habe. Und das Handygame, was bei mir am meisten Geld verschlungen hat, ist Call of Duty Mobile. Okay, aber das... Okay, warte. Wie lange zockt er das Game? Clash of Clans? War das 7 Jahre? 7 Jahre. Ja, 7 Jahre, ja. 100 Euro auf 7 Jahre finde ich vollkommen okay. Und bei Skins sage ich auch nicht Pay to Win. Aber halt diese Zeitersparnis, das ist ganz klar Pay to Win. Ja. Vielleicht dazu nochmal ein Kommentar von Yannick. Also naja, was halt falsch verstanden wird, ist, dass man die Mobile Games ja auch ohne Geld spielen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt das 3-mal Clash of Clans Base maxed und das mit 20 Euro Intus. Das ist ja wie bei allen anderen Games, kann man payen, muss man aber nicht. Also das, ja, wie gesagt, das ist ja eigentlich so das Gleiche, was wir eigentlich auch gesagt haben. Also man ist einfach schneller und das ist eben in unserer Definition dann Pay to Win, auch wenn es nur ja eine einfache Form ist. Ja, sehr schön. Du kannst dir jetzt nicht für 100 Euro irgendwie einen OP-Tower kaufen, der die gegnerische Einheiten einfach alle wegrasiert, wenn sie ankommen. Aber du kannst dir halt Geld investieren und deine, ja, einfach schneller deine Base gut haben. Von links musst du fahren, links neben der Lampe. Du kannst außen fahren. Nein! Ja, du musst schon ein bisschen schneller fahren. Digga. Irgendwann hast du da so ein. Ja, so eine Strategie. Am Anfang sagst du mir genauso, Alter, aus wie bei dir. Das, ich will das nicht zocken, Alter. Also das hier ist ja jetzt gerade richtig Schmutz, Alter. Wo bist denn du? Ach, hier. Hi. Ja, ihr seid wieder zusammen. Hello, man! Was ist das denn? Ja. Sag ja nicht umsonst, dass es richtig Schmutz ist. Kannst du dich irgendwie hochziehen lassen? Wieder? Nein, kann ich nicht. Also das, nee. Nice. Boah. Nice. Da braucht man jetzt wirklich einen langen Atem. Ich hab's so nicht geschafft. Egal. Digga, er macht das so rum, Digga. Läuft bei ihm. Ich weiß halt nicht, ob das zum Erfolg führt. Ne? Du musst auf jeden Fall eher tippeln. Echt? Du musst immer tippeln. Was soll ich tippeln? Wenn du hochfährst. Also wenn du musst anfahren, das tippeln. Also hochfahren, das geht noch, aber... Nein! Du musst jetzt tippeln. Ey, bitte. Nee. Kannst auch schneller tippeln. Also nein. Tippeln. Oh, nö. Mach mal alle so von links, dann ist glaube ich einfacher. Ja, tippel. Ja. Genau, perfekt. Das ist die Technik. Tippeln wieder, ne? Das Tippeln ist wieder so ein PC-Spieler-Ding leider. Also sagen wir Maus- und Tastatur-Ding. Jetzt bist du stehen geblieben.
Ey. Nochmal zurückfahren, glaube ich. Ja. Ja, weil die Karre einfach, wenn du durchdrückst, wieder so wegdreht, ey. Ja, aber hat er gleich, perfekt. Ja, wo habt ihr schon mal Geld reingepayt? Aris, hast du schon mal in irgendein Handygame reingepayt? In Handygames nicht, nein. Noch gar nicht? Nee. Noch nie? Nee. Ich halte von Handygames tatsächlich nicht ganz so krass wie. Ich meine, die haben sich gesteigert so über die Jahre hinweg, aber bin da jetzt nicht persönlich so der Fan von. Aber hast du schon mal ein Handygame gekauft, was Geld gekostet hat? Nee. Wie gesagt, ich halte von Handygames halt nicht so krass wie. Aber es gibt ja dieses Free-to-Play, ne, wo man dann anderes Geld reinballern muss. Oder es gibt eben die Art von Games, wo man am Anfang irgendwie ein paar Euro da lässt und dann hast du immer noch In-Game-Shops da, aber dann ist es zumindest irgendwie werbefrei und dann musst du irgendwie meistens nicht warten und hast irgendwie so eine Art. Du kannst halt In-Game-Shops nur kosmetische Sachen kaufen oder sowas. Ne? Genau. Das Einzige, was ich mal übers Handy gezockt habe, das war mal so ein Idle-Game mit so einem Freizeitpark, den man sich da aufgebaut hat. Okay. Das habe ich mal gesuchtet, aber das war auch nicht Pay-to-Win oder so. Also, ja, so halb für einen Zeitvertreib irgendwie. Da war ich aber auch noch nicht so groß auf Insta unterwegs, ne? Du weißt, für die gepflegten Stunden auf dem Porzellanthron. Ey, als ob ich jetzt hier zwischenhänge. Aber ich bin auf jeden Fall noch auf der Suche mal nach wirklich geilen Handy-Games und muss sagen, bisher habe ich es nicht gefunden. Ja, also falls ihr Empfehlungen habt tatsächlich für coole Handy-Games, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn sie Free-to-Play sind, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber es gibt auch, ne, also hier für Call of Duty zum Beispiel, wo der eine Typ meint, dass er Geld reingesteckt hat, muss man, glaube ich zumindest, weil ich weiß, kein Geld reinstecken. Ja. Also das ist Ich hab vor dem Punkt verkackt, ich hab keinen Bock mehr. Deko, beende den Scheiß jetzt. Ja, Deko muss nicht mehr ganz so weit. Ich geb mir Mühe. Hab gar keinen Bock. Wir haben auf jeden Fall auch einen Muchacho, der mit PUBG Geld macht. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Was? Ja. Über Accounts verkaufen oder was? Nee, über Livestreaming und dass er gut ist in dem Game. Achso. Ja klar, okay, das ist ja einfach dein Streaming, ne? Ja, machen wir doch auch mit GTA auch und so. Deswegen, er hatte dann eben auch gesagt, so, also ich mache damit mein Geld, zocke richtig viel, bin ziemlich gut, lol. Bin ich jetzt kein Gamer? Tonk. Doch, du bist auch Gamer. Nein, bist du nicht. Du hast deinen PC nicht zusammengebaut. Hallo. aber wenn er reiner PC-Gamer, Handy-Gamer ist, das ist schon. Digga, reiner also Handy-Gamer, Handy-Gamer sein, das ist schon. Ja, Nachname Handy-Gamer. Aber dann bist du trotzdem kein Gamer, weil du hast dein Handy nicht selber zusammengebaut. Kannst reinfahren. Hä? Kannst reinfahren. Ach so. Und jetzt so, jetzt musst du mit der Kamera spielen, ganz nah rangehen. Alter. Hat er. Weiß ich, ob ich schon rum bin. So ein Schmutzpunkt gewesen jetzt hier. Digga, die Map war wirklich schmerzhaft an manchen Stellen, muss ich wirklich sagen. Alter Schwede, ey. Ja, ne, ich meine, so ein bisschen Geld verdienen. Weiß nicht, Geld verdienen ist jetzt auch kein Argument für echter Gamer sein damit. Ja, aber Geld haben wir schon mal reingebuttert. Also Dick und ich haben auf jeden Fall schon mal Tap Titans. Ja, oder Tap Titans, hieß das Tap Titans? Tap Titans hieß das, ja. Da haben wir auch schon damals ein bisschen Geld dagelassen. Und ich finde, gerade wenn man ein Game viel zockt, das haben wir ja auch schon letztens gesagt, wenn man wirklich sehr viel Zeit irgendwo reinballert, dann kann man auch so ruhig sagen, dann lass ich einen Fünfer mal da, oder lass einen Zehner mal da. Aber wenn es so schon fast wird wie Glücksspiel, weißt du, dass du da Hunderte von Euro reinballerst, weil du ein bestimmtes Item auf Stufe Leader haben willst, weil du das fusionierst zu Stufe Gold, und dass da aber auch so eine Loot-Spirale drin ist, so, ja. Das ist dann wieder Schmutz, ne? Ja, also ne, da gar nicht rumgemeckert, wenn man Geld reinsteckt. Ne, es ist unser aller Hobby. So andere Leute kaufen sich neue Fußballschuhe oder Trikots oder irgendwie sowas. Wir kaufen uns halt Tastaturen, Kopfhörer und irgendwelche Skins. Währung. Ja. Gar kein Ding. Aber ich find's halt schade, wenn man dann sein Geld in Pay-to-Win-Spiele reinsteckt. Lass lieber hier ein bisschen Geld da. Mit Superchat, Muchachos. Kuss geht raus. Genau. Digga, hast du das mitbekommen? Es gibt jetzt auch einen neuen Superchat, gibt es auch bei Twitch. Alter, was? Wo du im Chat wirklich, ich glaube, über dem Chat-Eintippfenster hast du so ein Ding, wo du deine Nachricht hervorheben kannst für, ich glaube, zwischen 1,20 Euro und
500 Euro oder irgendwie sowas? Ja, 500 du, Euro, Alter, was soll denn da drinstehen? Wenn so du 1,21 Euro eingibst und dann ins Chatfenster kriegst, eine Nachricht einzutippen, dann switch das um auf 121 Euro und nicht 1,21 Euro. Ja, Muchachos, lass doch mal 1,25 Euro da. soll ich reinfahren jetzt? Oder ja, aber rein da. Oder? Warte, hallo. Hä, du hast doch schon gesagt, er soll ich, aber rein. Ja, aber ich hab doch schon hab den ich Punkt gehört, jetzt. Ja? Ich fahr schon voll stabil weiter hier. Also voll stabil kannst du nicht sein, sonst wärst du ja schon da. Halt doch die Schnauze, guck mal hier, alles first try, easy peasy, hallo. Da bist du erst, alter Schwede. Okay. Was für da bist du da, erst? Ja. Gut, Muchachos, dann sehen wir uns in 3 Jahren, ne? Ciao. Ja, dann fahr halt rein. Nein, alles gut. Miese Fickkarre hier. Aber ja, das habe ich halt wirklich gesehen. In irgendeinem Reel hatte ich das gesehen. Dass der das irgendwie umgeändert hat und bla blub und so. Würde ich auch von abraten, daran verdient Twitch ja auch seine Kohle. Also wenn ihr Geld spenden wollt, macht das doch über die direkten Links. Die Losers haben dann Link. Die Ente hat dann Link. Let's go. Ja, aber nee. Ja, doch. Also Donations bringen weniger als bei Twitch irgendwie Bits zumindest, glaube ich. Was? Ja. Ja, ja, nee. Halt nicht. Weil derjenige, ja. der bei euch bitchiert, zahlt erstmal einen gewissen Anteil noch extra oben drauf, damit ihr überhaupt 100 Bits kriegt. Ja, ja, deswegen. Nö. Also was ist jetzt besser? Sind jetzt ein Sub besser? Ist jetzt eine Donation also Bits, besser? Bits sind das Beste. Für den Streamer natürlich, ne? Aber auch nur, weil die Kosten schon beim Zuschauer liegen. Den ne? Twitch-Anteil quasi, den zahlt der Zuschauer. Das ist eine Scheiße hier. Du musst da in die Kamera reingehen, du musst respawnen. Okay. Ja, bei Donations ist halt so, dass du darauf halt dann deine Steuern zahlst, ne? Also erstmal kriegt der Donation-Anbieter einen Teil und dann zahlst du Steuern. Ja, du zahlst ja aber auch auf Bitch-Steuern. Sind ja auch Einkünfte, musst du ja auch versteuern, oder nicht? Ja, aber amerikanisch. Also Twitch-Einnahmen werden ja in Amerika versteuert. Lul. Und da es keine Doppelbesteuerung gibt, versteuerst du dann halt hier in Deutschland nicht nochmal. Ja, hier musst du dann nur, wenn du es einmal auszahlst, ne? Wenn man dann, ja. Ich weiß auch nicht mehr. Aris, du hast es! Alle Bedingungen. Yay! Finally! Aber Deko, warte noch mal kurz, er ist jetzt erst unten. Oh, Alter, du Schwede. Kannst in wenigen Sekunden reinfahren. Also, Fazit zu den Karren? Voll scheiße. Schmutz. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Schmutz, kompletter Schmutz, Digga. Map hatte auch so Schmutz. Seine Höhen und Tiefen. Ja. Also ein Hin und Her, sagen wir mal so, ne? Ein Wechselbad der Gefühle, glaube ich, sagt man. Ich glaube, so sagt man das, ja. Und dann fahren Sie rein, Monsieur Deko. Hallo, ich fahre rein, hallo. Aber schönes Thema, dann haben wir es nochmal aufgearbeitet, auch mit Feedback der Muchachos. Ich finde es auch nochmal schön, wenn man so ein paar Kommentare einstreut und nochmal das Thema neu beleuchtet. Nice. Und glaube, ja. Alter, da wurden aber auch riesige Kommentare zugeschrieben, ey. Meine Fresse. Den Skill von Aris muss man auch nochmal neu beleuchten, der scheint ziemlich dunkel zu sein. Ist sicher Arsch, leider. Er scheint in so einer Höhle zu sein, ja, ist halt wo, leider wo, kein, sehr, sehr klein. Wo kein Lichtstrahl-Skill mehr zu sehen ist. Also oh, da gerne knapp, mal ein bisschen. Ne? Oh, Scheiße. Und, hat er? Ja, perfekt. Pünktlich. Läuft doch. Herzen geht raus, Dankeschön für euren Support. Schaut bei Instant Gaming vorbei, Merchandise und Triebwerk. Schaut bei Aris vorbei und habt noch einen wunderschönen Tag, bis dann reingehauen. Bye, bye.